Hallo ihr Lieben, ich bin Laura und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Oster-DIY-Video. In diesem zeige ich euch vier weitere Ideen für Ostern. Das sind sowohl Deko- als auch Geschenkideen, die ihr ganz leicht umsetzen könnt. Also würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Die erste Idee kennt ihr vielleicht so ähnlich schon, denn wer mich schon seit mindestens Dezember verfolgt, wird wissen, dass ich im Dezember mit Christbaumkugeln solche Tiere mal gemacht habe. Und das, dachte ich mir, klappt bestimmt auch sehr gut mit Ostereiern. Also habe ich mir wieder Filz genommen und mir ja so Waldtiere vorgenommen, wie natürlich einen Hasen, also einen Osterhasen, dann aber auch ein Reh oder ein Fuchs. Und habe die einzelnen Elemente quasi erstmal ausgeschnitten aus dem Bastelfilz und sie anschließend auf das Ei raufgeklebt mit Heißkleber. Und ich habe dafür auch ein Deko-Ei genommen, denn ich finde, das ist immer ein bisschen besser. Man kann es mehrere Jahre benutzen, als wenn man ein Ei nimmt, ja, das man erst aufpusten muss. Und das ist immer... Ich finde persönlich, da vergeht mir dann immer schon der Spaß, wenn ich solche vielen Sachen noch zusätzlich machen muss. Und deswegen habe ich mir solche Deko-Eier geholt. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich als erstes die Ohren angeklebt und dann erst den Körper, damit das so ein bisschen kaschiert wird, die Enden der Ohren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und mit Heißkleber hatte ich persönlich die Erfahrung, dass es am besten klappt, weil es relativ schnell trocknet. Danach nur noch die Nase aufkleben und mit einem Permanentmarker habe ich dann auch noch die Augen aufgemalt. Und schon ist eure erste Deko oder ich finde auch Geschenkidee fertig. Ich würde mich sehr über so ein Geschenk freuen. Ihr könnt sie aber natürlich auch anhängen. Das ist wie gesagt euch überlassen und ihr könnt sie auch in anderen Motivtieren machen. Zum Beispiel euer Lieblingstier, euer Haustier und so weiter und so fort. Ich finde auch das ist wieder eine richtig, richtig süße Idee und sie gefallen mir mindestens genauso gut wie die Christkugeln. Wenn euch die auch gefallen, dann schreibt es doch mal gern unten in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Für die nächste Idee habe ich mir so eine Viererbox von Eiern geholt. Die gibt es ja meistens in Supermärkten, die ein bisschen mehr Sortiment haben und habe die natürlich erstmal geleert. Dann diese Inschrift, wo die Beschreibung der, was die Eier bedeuten und sowas draufstehen, habe ich erstmal überklebt und auch noch einen Schriftzug reingeklebt, damit das ja nicht mehr zu sehen ist später. Und dann habe ich kleine Elemente reingemacht, wie beispielsweise Honig, Schokolade, kleine Ostereier, weil das genau dort reingepasst hat. Und ich habe auch noch ein Ei aufgeschlagen und für die Schale sozusagen als Vase für eine Blume genutzt. Und damit ist euer Geschenk auch schon fertig. Von außen habe ich es dann auch noch mal ein bisschen gestaltet. Und so schnell könnt ihr auch ratzfatz ein Ostergeschenk fertig machen. Ich finde, das ist auch eine sehr süße und schnelle und vor allem kostengünstige Idee. Als nächste Idee zeige ich euch meine Origami-Osterhasenkörbchen. Dafür braucht ihr logischerweise Origami-Papier und ich persönlich bin sehr schlecht darin zu erklären, wie das Papier gefalten werden muss. Deswegen habe ich euch auf jeden Fall die Anleitung unten auch nochmal Schritt für Schritt verlinkt. Hier könnt ihr natürlich auch ein bisschen versuchen, es etwas langsamer abzuspielen, falls euch das zu schnell geht. Und ansonsten könnt ihr ja dieser Anleitung einfach folgen. Ich habe versucht, dass man alles klar und deutlich erkennt. Und wenn ihr aber das durchhaltet, die Anleitung, dann kriegt ihr, wie gesagt, diese kleinen Osterhasenkörbchen, die ihr links auch schon seht. Und das ist eine richtig süße Idee, um zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas zu verschenken oder eben eine Kleinigkeit. Also viel Spaß jetzt erstmal bei der Anleitung.
Und so sehen sie dann fertig aus, die kleinen Osterhasen. Die habe ich, wie gesagt, mit Süßigkeiten gefüllt und ich habe auch noch eine Serviette reingelegt, damit es ein bisschen gepuffert ist. Könnt ihr natürlich auch weglassen und ich finde, das ist eine richtig, richtig süße Idee. Und glaubt mir, es ist nicht so schwer, wie es vielleicht am Anfang aussieht. Einfach ein bisschen Übung und dann geht das. Für meine letzte Idee habe ich wieder diese Ostereier genommen, auch wieder Filz, aber habe ihn etwas anders verarbeitet. Und zwar habe ich mir solche zwei, ja, Ohren erstmal ausgeschnitten und die dann in der Mitte eingeschnitten. Danach habe ich sie so auf beiden Seiten so leicht umgeknickt und zusammengeklebt und danach, ja, die unteren Enden wieder auseinander gedrückt und die aufgeklebt. Ich hoffe, das hat man verstanden. Ihr könnt es auch ganz anders machen, je nachdem, wie euch die beste Methode ist, diese Ohren eben an dem Ei zu befestigen. Und danach habe ich mir Moos und auch ein paar Blumen, also in dem Fall Schleierkraut, genommen und habe das wieder mit Heißkleber aufgeklebt. So kriegt euer Osterhase sozusagen eine kleine Krone und ich finde, das ist eine richtig, richtig süße Idee und wie gesagt, es geht eigentlich sehr schnell und ist auf jeden Fall eine schöne Deko-Idee, falls ihr es etwas dezenter haben möchtet und irgendwie erinnert mich das auch total an Hochzeit. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich denke irgendwie da direkt an Hochzeit. Ich meine, als Osterhase ist das vielleicht jetzt nicht so passend, aber irgendwie finde ich, es ist wie eine kleine Osterhasen-Hochzeit hier, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mir runterschreiben, wie ihr die Idee findet. Und ansonsten waren das meine 4 Ideen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich auch gerne und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Also wirklich nichts, da ist ja YouTube immer so ein bisschen, ja, manchmal zeigt es ja nicht alles an. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch für weitere DIY-Inspirationen dran bleibt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!